So, alte Spinnerei. Hier weht ganz schön der Wind. Ja, es ist kühl. So, Keller. Gehe ich halt erstmal so ein bisschen. Ui. Ich drehe auch ein bisschen auf. Ja. So. Nichts. Ja, ich habe aus Platzgründen leider nur diese kleine Lampe dabei, nicht die große, das wäre natürlich schöner. Das weiß ich auch. Das ist. Pff, der hört ja gar nicht auf, der Keller. Deswegen bin ich jetzt erstmal ein Stockwerk rüber und werde mal nach dem anderen gucken. Das ist auch schön, dass es dunkel ist. Huch. Was für eine Tür? So. Geht's hier nach oben? Abgeschlossen? Abgeschlossen, verdrahtet. Ach so. Also beim Keller geht's hier auf der Seite weiter und es ist übel groß. Okay. Aber leer. Mhm. Gut, wir gehen jetzt mal hoch. Ja, das Treppenhaus ist mehrstöckig. Also ohne Ausgang. Ich bin gespannt, wo das. Ah, hier geht's. Hier ist die Tür. Ja. Ich gehe davon aus, dass es im Keller ähnlich aussieht, nur halt im Dunkel. Weil hier scheinen wohl irgendwie Maschinen gestanden zu haben, die also gedampft haben, oder? Und hier geht es wieder in solche Räume. Ach, hier kann man auch noch so eine Holztreppe. Oh, da gehe ich gleich mal hoch. Genau. Ja, erst, ja gut, kann man sich sparen hier. Ich weiß, ob das vielleicht mal irgendwie so ein Büroabteil war. Das Ende. Also was auch immer das hier oben sein soll. Man kann sich stoßen, mehrmals. Irgendwie ist das nur so eine Zwischendecke. Wofür auch immer die hier angebaut haben halt. Jetzt überall tief runter. Also ein was ist hier heftig. Und zwar der Schall. Also der Aufzug ist schon ganz schön Erde. Hier könnte man quasi runter und hoch, okay. Vielleicht werde ich das nachher mal machen, aber irgendwie frage ich mich auch, was machen denn die anderen jetzt? Also hier, diese Lampe ist das erste technische Gerät, was ich hier finde. Oder beziehungsweise dieses Lichtband. Das ist recht mager. Ach, da ist auch nochmal ein Treppenhaus. Das sieht aber ein bisschen anders aus. Ich weiß nicht, sollen das hier Duschen sein oder? Ich gehe stark davon aus. In der nächsten Halle sieht es ein kleines bisschen anders aus. Wie ist der Schall? Bisschen gedämpft. Hier der Boden, das ist halt einfach voller Sand. Beziehungsweise Dreck, halt irgendwie Bauschutt. Anders gefliest. Ja, scheint das Dach wahrscheinlich schon etwas undicht zu sein. Oder ist das so ein Holzboden? Ach, das sind solche Holzplatten bestimmt, solche Würfel. Nein, man kriegt es nicht hin. Mal sehen, was passiert, wenn ich hier drauf latsche. Das ist hart. Relativ. Also es macht das komisch. Naja. Gehe ich halt mal dahinter. Da kann man da doch mal erkennen, was das sein sollte. Das sind so. Sind es nicht so Hartfaser oder so Faserplatten oder sowas? Ja, Gummistiefel darf natürlich auf dem Display nicht fehlen. Dann halt hier noch so das ganze Gerühr. Ne? Warum auch immer das hier steht. Ah, ach nee, das ist. Da steht aber nur. Ach nee. Arbeitsschluss. Und so weiter. Ich habe jetzt aus Spaß mal die HDR-Funktion von meiner Kamera verwendet. Und muss sagen, das bringt ja gar nichts. Also vielleicht. Ach ja, das Schild. Ja, vielleicht, wenn man es sonst anders einstellt, aber ich habe die Dynamik schon voll aufgedreht. Ja, einfach noch eine leere Halle. Naja, wir wollen sie nicht übertreiben. Fast leer. Oder liegt ein Fuß drin? Ach nee, das ist ja meiner. So, hier ist ein ominöses Fensterchen. Können wir durch die Tür gehen, vielleicht
erkennt man da was, aber ich würde einfach behaupten, da geht es in die andere Halle wieder. Von hier aus sieht die Halle ganz anders aus. Die Treppe, die sieht doch noch gut aus. Für was ist denn die? Ja. Gab es mal einen Feuerlöscher? Da gab es mal ein Schild. Oder ist das noch ein... Nee, es ist nicht mehr lesbar. So. Ah. Klimaanlage. Die Tür gab es auch mal irgendwo. Jetzt ist hier nichts mehr. Hier ist einmal nichts. Was kommt hier? Jetzt schon ein bisschen andere Halle zurück. Oh nee, Treppenhaus. Guck mal. Die Tür hier ist sowas von verrostet, das ist ja schon Erde. Da muss man echt aufpassen, wenn man sich hier durchschlingelt. Dass man sich nicht verletzt. Geht's denn da auch noch irgendwo hin? Ja. Muss ich an der Wand festgehalten. Was war da los denn? Oder Kühltruhen, Kühlschränke. Ja, ich schätze, da geht's raus, das war also für den Arsch. Die Tür wird wahrscheinlich auch verrammelt sein, so wie es aussieht. So, ich bin jetzt hier die Treppe runter und hier geht's dann nur in den gruseligen Keller. Und auf der anderen Seite geht's auch in den gruseligen Keller. Ah, da ist jemand. Buh. Nicht alleine. Das Licht ist da. So, Rauchen verboten. Treten auch, naja, gut. Ach, da waren sie eins höher. Dann sind die Treppe runter, oder was? Da waren die hier hinten. Das ist ja noch ein gruseliger Keller. War es auch der, wo ich zu Anfang reingeguckt habe. Das gefällt mir schon besser mit dem Licht. Das sieht witzig aus mit den Löchern im Hintergrund. Oh, Graffitis. Hier geht es ja noch ewig weiter. Oh. Na, so sieht das Säule von innen aus. Kann man sich das auch mal angucken. Weiß ich nicht, ob das hier ob das rausgefault ist oder so, rausgegammelt oder ob das vorbereitet wurde für Sprengungen. Weil da gibt es so einen metallschneidenden Sprengsatz. Ja, da hinten ist es ja auch bei denen und so. Und hier ist ja auch schon was abgebrochen. Jetzt gibt es dann auch noch mal so einen Trassenkeller. Gehe ich aber nicht rein. So ein Ding bin ich schon mal rumgelatscht, das mache ich nicht wieder. Wird immer enger und feucht. Hier die Treppe, wo es da in den gruseligen Keller geht. Hier unten bin ich langlaufen. Jetzt werden wir mal hochgehen. Hat mich jetzt nicht überrascht, dass hier eine Halle ist. Und hier durch geht auch. Auto dreht sich noch. So, hier ist zwar der Ausgang, aber das Gebäude ist da hinten noch nicht zu Ende. Da muss ich noch lang gehen. Mache ich auch gleich. Jetzt bin ich aber so einen Stein drüber gerollt. Lass mal gucken, was das da für eine komische Konstruktion da ist. Das könnte irgendwie so eine Reinigungsanlage oder sowas sein, wo irgendwas ausfällt oder so oder verdampft. Ich weiß nicht, ob das hier geschlossen war. Oder wie auch immer das aussieht, wenn es in Betrieb ist. Ja, es ist wieder genauso wie eins tiefer. Wem ist der Kinderwagen aufgefallen? Gruselig. Ich komme halt einfach raus aufs Dach latschen. Ach, hier ist der Teil, der schon eingekracht wurde. Keine Ahnung. Aber hinten sehe ich gerade, das Gebäude ist noch höher. Ich stehe jetzt erstmal auf der Höhe. Endlich mal eine Tür mit Beschriftung. Es gab hier also auch einen Bereichsleiter. Ich höre schon wieder Stimmen. Sag mal so. Das sieht nicht so gut aus. Und es würde eh nur hochgehen zum Betriebsraum vom Aufzug. Lass ich. Genauso eigenartig ist diese Konstruktion hier. Die gehört sicherlich nicht mehr zur Firma. Wo ist denn das überhaupt hin? Da ist noch ein Treppenhaus. Hier ist eine ominöse Treppe. Ich glaube, die muss ich mir jetzt mal anschauen.
Ja, das ist genau so ein Ding. Auch wieder so eine, weiß ich nicht. Aber hier ist halt auch schon ein bisschen das Dach weg. Aber das ist hier auch der Teil, der mittlere, den wir vorhin gesehen haben. Ich müsste also weiter hier in die Richtung latschen. Und dann komme ich zu dem Gebäudeteil, der etwas höher ist. So, kann man ja auch wieder auf dem Dach rumlatschen. Könnte man sich sogar verstecken. Ob man da Treppe trauen kann, ich versuch's. Ich hab's geschafft. Das ist jetzt der höchste Punkt hier. Ich hab's geschafft. Da muss ich aufpassen. Gut. Genug Adrenalin. Wobei jetzt hier hinhocken und ein Bier trinken, das wäre auch nicht schlecht. Also das Dach war ganz schön warm. Das waren die Füße schwitzen jetzt wie Sau. Gut, jetzt hast du die eine Halle noch. Und dann, jetzt die eine Halle noch angucken. Und dann hoffen, dass ich die anderen jetzt endlich mal wieder auffinde. Ich hoffe, dass dieser Durchgang auch zu dieser Halle geht. Was war das denn? Schön. Essensausgabe. Ist jetzt hier endlich der Speiseraum oder was? Mal bücken. Ja, tatsächlich. Muss das hier Speiseraum gewesen sein? Ist noch ein bisschen was übrig. Ein paar Bilderchens. Deswegen muggelig gemacht. Das habe ich nämlich die ganze Zeit noch vermisst, so einen Raum. Früher hatte man hier sicherlich immer eine anständige Aussicht. Das, weil die Scheißarbeit muss ja Spaß machen. Muss ja repräsentativ sein, deswegen ist die Kantine auch oben. Ja, schön, ne? Ja, hier hinten. Dann nichts mehr. Glaube ich. Nee. Hier hinter der Kantine bin ich jetzt gerade noch. Kommt noch der letzte Raum. Warte mal. Das Gebäude ist doch da noch viel höher. Oder? Nee, doch. Also ist schon, aber wie kommt man da hin? Ja, also sollte ich noch wissen, wie man da hinkommt, zeige ich das noch. Ansonsten bin ich jetzt hier in der Kantine. Thomas macht seinen Abmord. Falls ich was vergessen habe, dann guckt mal beim Barfoot Urbexer auf dem Kanal das Video an. Ja, dann Dankeschön fürs Zusehen. Bis zum nächsten. Genau, den mit den nackigen Füßen. Ach, ich glaube, das ist dann nur der Aufzugstriebraum. Nee, da brauche ich nicht hoch. Das da hier habe ich gar nicht gesehen, ich war aber hier in der Halle. Weil wir sind ja nicht irgendwie nach draußen.